Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Videoreihe mit dem Thema Oberflächenbeschaffenheit. Heute wollen wir uns gemeinsam mit der Messung der Oberfläche befassen. Dabei werden wir uns die Profilarten und deren Kenngrößen betrachten, die aus der Ist-Oberfläche entspringen, wobei wir das Rauheitsprofil etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wie wir aus dem letzten Video noch wissen, wird die Ist-Oberfläche durch Abtasten der wirklichen Oberfläche mithilfe des sogenannten Tastschnittverfahrens gewonnen. Dabei wird die Bauteiloberfläche durch einen Messtaster, bestehend aus einer Tastnadel und einem Träger, linear über das Bauteil gezogen. Die durch die Unebenheiten hervorgerufene Auf- und Abbewegung der Tastnadel in Z-Richtung und die Zugbewegung in X-Richtung werden dann durch einen Tasthebel übertragen und aufgezeichnet. Das entstehende Profil wird Primärprofil genannt und wird mit dem Großbuchstaben P abgekürzt. Wie wir ebenfalls aus dem letzten Video wissen, besteht die Ist-Oberfläche und somit ihr Primärprofil aus der Überlagerung der Gestaltabweichungen erster bis vierter Ordnung. Um die Beschaffenheit einer Oberfläche genau untersuchen zu können, wird das Primärprofil in seine Bestandteile zerlegt. Das heißt, wir wollen jetzt umgekehrt vorgehen und das Welligkeits- und Rauheitsprofil aus dem Primärprofil der Ist-Oberfläche herausfiltern. Dabei werden die Stufen 1 und 2 der Rauheit in einem Profil zusammengefasst. Im Detail passiert dabei Folgendes. Wenn wir uns die Gestaltabweichungen in zweidimensionaler Form betrachten, fällt uns auf, dass es sich dabei um verschiedene Arten von Schwingungen handelt. Wie wir bereits aus der Mathematik wissen, besitzt jede Schwingung eine Wellenlänge Lambda. Sie ist der kleinste Abstand zweier Punkte gleicher Phase. Ist diese Wellenlänge kurz, so sprechen wir von einer kurzwelligen, ist sie lang, von einer langwelligen Schwingung. Wann eine Welle kurz oder lang ist, gibt uns die sogenannte Grenzwellenlänge Lambda c vor. Ist die Wellenlänge einer Schwingung kleiner als die Grenzwellenlänge, so sprechen wir von Rauheit. Ist sie größer, so sprechen wir von Welligkeit. Wir können also sagen, dass die Grenzwellenlänge bestimmt, ob es sich bei einem Schwingungsprofil um Welligkeit oder Rauheit handelt. Einfach ausgedrückt, ist sie also die Maschenweite unseres Siebes, das wir benutzen, um zwei unterschiedliche Größen voneinander zu trennen. In der Fachliteratur findet man oft die Begriffe Tief- und Hochpassfilterung. Sie beschreiben den gleichen Filtervorgang mit dem Unterschied, dass sie sich anstatt auf die Wellenlänge eines Profils auf dessen Frequenz beziehen, also der Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Das bedeutet, dass kurzwellige Schwingungen, also die Rauheit, eine hohe Frequenz besitzen, während langwellige Schwingungen, also die Welligkeit, eine niedrige bzw. tiefe Frequenz besitzen. Tiefpassfilterung bedeutet dabei, tiefe Frequenzen dürfen passieren bzw. werden angezeigt. Das wäre in unserem Fall also die Welligkeit. Hochpassfilterung bedeutet, hohe Frequenzen dürfen passieren, was in unserem Fall der Rauheit entspricht. Nehmen wir an, wir hätten ein Primärprofil gemessen und hätten eine Grenzwellenlänge Lambda c definiert. Nun filtern wir aus unserem Primärprofil alle Wellen heraus, die kürzer als unsere Grenzwellenlänge sind und erhalten so unser Welligkeitsprofil. Kurz W-Profil. Wir haben also die Tiefpassfilterung durchgeführt. Als nächstes filtern wir aus unserem Primärprofil alle Wellen heraus, die länger als unsere Grenzwellenlänge sind und erhalten somit das Rauheitsprofil. Kurz R-Profil. Wir haben also die Hochpassfilterung durchgeführt. Die maximale Höhe eines Profils, welche der Strecke von der höchsten Spitze zum tiefsten Tal entspricht, wird je nach Profilart mit PT, WT oder RT gekennzeichnet. Bei der anfänglichen Wahl der Grenzwellenlänge gilt es zu beachten, dass es keine absolute Definition für sie gibt. Daher wurden in DIN EN ISO 4288 verschiedene Grenzwellenlängen festgelegt. Wir wollen uns nun das Rauheitsprofil, genau gesagt seine Kenngrößen, etwas genauer betrachten. Damit wir dies ermitteln können, ist es wichtig, vor der Messung eine Taststrecke LT zu definieren. Das ist die gesamte Strecke, die von der Tastnadel auf einem Bauteil zurückgelegt wird. Sie besteht aus einer Vorlaufstrecke VS, der eigentlichen Messstrecke LN und einer Nachlaufstrecke NS. Vor- und Nachlaufstrecke sind notwendig, dass sich der Rauheitsfilter ein- bzw. ausschwingen kann.
Sie werden nicht in die Messung mit einbezogen. Wichtig für die Messung ist lediglich die Mess- bzw. Gesamtstrecke LN, welche wiederum aus 5 Einzelmessstrecken LR besteht. Eine Einzelmessstrecke entspricht dabei der Grenzwellenlänge Lambda C. In der Regel wird die Rauheit in zwei verschiedenen Größen angegeben. Die erste ist der arithmetische Mittenrauwert RA. Er entspricht dem arithmetischen Mittel der Beträge der Ordinatenwerte und stellt die mittlere arithmetische Abweichung der Ordinatenwerte von der Mittellinie dar. Da er jedoch relativ unempfindlich gegenüber extremen Profilspitzen reagiert, ist seine Aussagekraft relativ gering. Die zweite Größe ist die mittlere Rautiefe RZ. Sie ist der Mittelwert der 5 RZI-Werte aus den 5 Einzelmessstrecken. Der RZI-Wert ist dabei die Summe der größten Profilspitze ZP und des tiefsten Profilteils ZV einer Einzelmessstrecke. Sowohl der arithmetische Mittenrauwert AA als auch die mittlere Rautiefe RZ werden in Mikrometer angegeben. Nun wollen wir uns noch eine Rauheitsmessung in der Realität betrachten. Dafür benötigen wir folgende Dinge: ein Oberflächenrauheitsmessgerät, einen Messtaster, Messproben und eine Aufnahme, mit der wir sowohl Probe als auch Messtaster fixieren können. Haben wir alles soweit vorbereitet, können wir mit der Messung beginnen. Je nachdem, welche Kenngröße gewünscht ist, lässt sich Ihr Profil in ausgewerteter Form auf dem Display des Rauheitsmessgerätes anzeigen. Fassen wir also noch einmal zusammen. Durch Hochpassfilterung kann aus dem gemessenen Primärprofil der Ist-Oberfläche die Rauheit und durch Tiefpassfilterung die Welligkeit gewonnen werden. Die dafür notwendige Grenzwellenlänge Lambda C kann der DIN EN ISO 4288 entnommen werden. Aus der Gesamtmessstrecke LN des Rauheitsprofils bzw. den 5 Einzelmessstrecken LA, aus denen sie besteht, können wiederum zwei wichtige Größen errechnet werden. Zum einen der arithmetische Mittenrauwert AA, welcher den arithmetischen Mittelwert der Beträge aller Ordinatenwerte des Profils angibt. Zum anderen die mittlere Rautiefe RZ, welche dem Mittelwert der 5 RZI-Werte aus den 5 Einzelmessstrecken entspricht. Beide werden standardgemäß in Mikrometer angegeben. Somit wären wir wieder mal am Ende unseres Videos angekommen. In diesem Sinne, macht's gut und hoffentlich bis bald mal wieder.